Woche will ich Ihnen vorstellen aus der Reihe Auszeichnungen, die plötzlich nicht mehr gar so begehrt sind. Der internationale Gaddafi-Preis für Menschenrechte. Na, da bin ich neugierig, wer da der Preisträger 2011 werden wird. Übrigens haben Sie gelesen, der Westenthaler will jetzt die Klawischnik klagen. Kann man ja verstehen, der hat sich so an das Leben in Gerichtssälen gewöhnt, dass er auch an den Tagen, wo er nicht als Angeklagter erscheinen muss, dort sein will. Aber was mich richtig aufgeregt hat in der vergangenen Woche, da gibt der Hochecker ein News-Interview und versucht das so zu tun, als wären auch die SPÖ und die Grünen involviert in seine dreckigen Geschäfte. Sogar die Frau Moser, Na, und die ÖVP und die FPÖ, die nehmen das dankbar auf. Na, kann man ja verstehen. Aber dann berichten alle Zeitungen darüber und das ist ja in Ordnung, aber sie berichten so, als wäre das eine irgendwie interessante Wortmeldung, als hätte das einen irgendwie potenziellen Wahrheitsgehalt. Und als wäre das nur ein Zufall, dass der das gerade in dem Augenblick sagt, wo seine schwarz-blauen Habschis gerade einen Untersuchungsausschuss an den Hals bekommen. Und als wäre das nicht sonnenklar, da weiß einer, wer ihm die Millionen zugeschanzt hat. Und da weiß einer auch, wer da jetzt noch dafür sorgt, dass er nicht in Untersuchungshaft genommen wird. Wer dafür sorgt, dort in diesen Verduschungsministerien für Inneres und Justiz. Und da weiß einer auch, dass dafür auch etwas von ihm erwartet wird. An tätiger Dankesbezeugung. Haftverschonung fürs Anpatzen der anderen. Ist das nicht ein wunderschöner Deal? Also ich finde, dieses Interview ist ein starkes Indiz für Verdunklungsgefahr. Und Verdunklungsgefahr ist ein U-Haftgrund. Wie lang läuft er eigentlich noch frei rum und glaubt, sich über die Steuerzahler auch noch lustig machen zu können? Diese Frage sollte man langsam an die Schutzpatronen von diesem Herrn stellen. Aber jetzt zu den wirklich erstaunlichen Dingen. Ich mache ja in den vergangenen Wochen die immer irgendwie auch irritierende Erfahrung, wenn ich die Zeitungen aufschlag, dass ich feststelle, huch, ich bin Mainstream geworden. Alles, was ich so in den letzten gefühlten 100 Jahren und auch in diesen vergangenen 4 Jahren, wo ich diesen Videoblog mache, so gesagt habe und wo ich mir den Mund fußlich rede und was ja auch so eine etwas dissidente Außenseiterposition manchmal ist, das vertreten jetzt plötzlich alle oder zumindest fast alle. Kaufe ich mir den Spiegel, ist da drin ein Interview mit dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel und da fordert er jetzt eine Trennung von Investmentbanking und Geschäftsbanken. Also diese Firewall zwischen den tatsächlich systemrelevanten Banken, die Kredite an die Realwirtschaft und die Bürger vergeben, und dem Zockerbankenmilieu. Sage ich seit Jahren. Und überhaupt, wenn man dieses Interview von vorn bis hinten liest, alles wie eine Zusammenfassung von 10, 20 FS-Miesig-Sendungen zur Wirtschaftspolitik. Und dann kaufe ich mir die Zeit und die wirft die Frage auf, warum diese paar Occupy Wall Street und Occupy Frankfurt Demonstranten so viel Gehör finden und die kommt dann zu dem Schluss, die Occupy-Leute finden so viel Gehör, weil sie Recht haben. Und wenn ich mir dann den Economist kaufe, dieses Zentralorgan der mehr Privat, weniger Staat-Fanatiker, weil den kaufe ich mir manchmal, weil ich mir denke, es muss ja noch publizistische Stimmen geben, die eine andere Sicht, eine andere Seite vertreten und dann schreiben die in ihrem Editorial, das muss ich Ihnen wirklich vorlesen, echt, das muss ich Ihnen vorlesen, was die da schreiben. Die schreiben, ich übersetze das, im Allgemeinen ist der Instinkt dieses Magazins ja, dass wir für eine schlanke Regierung sind und gegen immer höhere Steuern, die in einen Wohlfahrtsstaat fließen, den wir uns nicht mehr leisten können. Aber es gibt 3 gute Gründe, warum die Wohlhabenden mehr Steuern zahlen sollten. Erstens, die Defizite im Westen können nicht einfach durch Sparen reduziert werden. Zweitens, es ist politisch gut begründbar, warum das zusätzliche Geld, das gebraucht wird, von den Reichen kommen soll. Schon vor dem Zusammenbruch der Märkte sind die normalen und mittleren Einkommen stagniert. Die Globalisierung hat den Gewinnern generöse Wohlstandszuwächse gebracht. In Europa sollte die Steuerlast von Einkommen zu Vermögen verschoben werden. Die sind jetzt auch schon für höhere Steuern für Vermögende und auf hohe Einkommen. So wie dieser Kommunist aus Niederösterreich. Wie heißt der nochmal? Ah ja, Erwin Pröll. Und nur damit Sie mich da jetzt nicht falsch verstehen, ich erzähle Ihnen das jetzt nicht aus Eitelkeit, so in dem Sinn, gewissermaßen, seht, ich weiß das alles schon früher und 2, 3 Jahre später kommen dann auch die anderen drauf, würde man gleich auf mich hören, würde man sich den ersparen, den kostspieligen Timelag. Wobei, auch das ist natürlich wahr, wollen wir kurz mal festhalten, FS Miesig hat die Antworten und zwar schon viel früher als die anderen. Nein, aber ich erzähle Ihnen das deshalb, weil es ja bei vielen Menschen so einen depressiven Grundsound gibt.
dass das eh alles keinen Sinn hat und dass die öffentliche Debatte vertrottelt ist und dass die Politiker ja von nichts eine Ahnung haben, dass sie hoffnungslos versagen und gekauft sind vom Big Business. Aber das stimmt so nicht. Es stimmt nicht, dass es keinen Sinn hat, zu argumentieren und die Argumente gut begründet vorzubringen und auf die Leute einzureden wie auf kranke Kühe. Es hat einen Sinn. Und es gibt schon ein paar Dinge, die sich in die richtige Richtung entwickeln. Und ich sage das auch und gerade heute, weil während ich das hier gesprochen haben werde und während ich hier die letzten Schnitte an dieser Sendung, an diesem Filmchen vornehme und während Sie vielleicht jetzt, heute Sonntagabend, wenn Sie das am Sonntagabend schauen oder vielleicht sehen Sie es ja erst am Montag, aber wenn Sie das sich am Sonntag ansehen, dann sitzen gerade in diesem Moment in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammen und sie unternehmen tatsächlich mal einen Anlauf, nicht nur ökonomisch ein paar der allernotwendigsten Dinge richtig zu machen, sondern auch die Strukturen und Entscheidungsmechanismen der Europäischen Union so umzugestalten, dass sie funktionstüchtig sind. Eine Währungsunion, die funktionieren soll und die robust genug ist, um den Finanzmärkten Paroli bieten zu können. Die braucht eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, die braucht gemeinsame Euro-Staatsanleihen, aber die braucht dann auch ein Europa-Finanzministerium, weil anders kann das nicht funktionieren. Und da brauchen wir einfach mehr Europa, viel mehr Europa. Und dann brauchen wir, wenn wir mehr Europa haben, auch demokratische Legitimität. Also brauchen wir mehr Demokratie in der Europäischen Union. Ja, und was hat da gerade die Merkel vergangene Woche gesagt? Wo steht geschrieben, hat sie gesagt, dass eine Vertragsänderung in Europa immer ein Jahrzehnt dauern muss. Jetzt ist sogar die Merkel auf meine Linie eingeschwenkt. Ich fasse es nicht. Und vielleicht erinnern Sie sich, in meiner Sendung FS Music 200, dieser Jubiläumsshow, da habe ich Folgendes gesagt. Und wissen Sie, warum die so heißen? Die Ratingagenturen? Na, weil sie raten. Rating, raten, steckt doch schon im Namen drinnen. Wobei, das stimmt ja so auch wieder nicht. Die Ratingagenturen werden ja von den Banken, die die Wertpapiere herausgeben, bezahlt für die Bewertung von den Papieren. Die Bank sagt, Herr Standard & Poor's, wir haben da so ein Derivat, hätten wir gerne ein Rating, wir zahlen dir $100,000 für ein Rating. Und Standard & Poor's sagt, dann klar, Triple A, gern geschehen. Also das ist das korrupteste Geschäft der Welt. Und die bewerten jetzt auch Staatsanleihen von Staaten, obwohl sie von den Staaten gar nicht bezahlt werden. Das ist also sowas wie eine Gratis-Dienstleistung. Die machen das sozusagen aus Nettigkeit. Nebenher eine gemeinnützige Gratisarbeit gewissermaßen. Das ist aber lieb von denen. Also denen, die dich auch kommen mit meinen nassen Fetzen. Aber hallo, das können Sie mir glauben, damit mal Schluss ist mit diesen kostspieligen Nettigkeiten von denen. Und was sagt jetzt plötzlich der zuständige EU-Kommissar Michel Barnier? Er schlägt vor, den Agenturen das Raten von Staatsanleihen angeschlagener Staaten zeitweise zu verbieten. Das ist natürlich noch zu wenig. Ich werde härter. Wenn diese Agenturen, die im Grunde niemand braucht, schon ein korruptes Geschäftsmodell haben, dann sollen sie sich bitte schön auf dieses korrupte Geschäftsmodell, dieses Kerngeschäft konzentrieren. Rating jener Finanzinstitutionen, die sie dafür bezahlen. Und alles andere gehört ihnen verboten. Basta, wer sie nicht bezahlt, den dürfen sie nicht raten. Und wenn sie sich herausnehmen, Staaten zu raten, obwohl sie niemand danach gefragt hat, dann muss man hart reagieren, ihr Büro schließen, sofern sie sich in Ländern der EU befinden, die Verantwortlichen verhaften, dann werden die schnell damit aufhören, Öl ins Feuer zu gießen. Also, diese Vorschläge gehen schon in die richtige Richtung. Natürlich, oft sind sie noch viel zu zaghaft und nur weil Politiker die richtigen Vorschläge übernehmen, heißt das natürlich noch lange nicht, dass sie in die Realität umgesetzt sind. Vom Vorschlag zum Gesetz ist es oft ein weiter Weg, ein sehr weiter Weg und nicht selten endet dieser Weg im Nirgendwo. Ich weiß das natürlich, ich bin ja nicht naiv, aber es ist nicht so, dass gar nichts weitergeht, dass die Vernunft keine Spuren hinterlässt. Nein, das ist nicht so.